Bardolino ist der nächste Ort. Jedes Jahr im Herbst pilgern Urlauber zum Weinfest nach Bardolino. Der Weinbau hat dort eine lange Tradition. Die Region um Bardolino ist durch seinen erstklassigen Rotwein zu neuem Ruhm gelangt, welcher im Hinterland angebaut und hergestellt wird. Die Festa dell'Uva e del Vino ist ein Weinfest mit Kultstatus. Es wird von der Gemeinde Bardolino in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Bardolino Top organisiert und lockt jedes Jahr zwischen Ende September und Anfang Oktober mehr als 100.000 Besucher in das malerische Städtchen am Ostufer des Gardasees. In einem Zelt sind Bilder ausgestellt von den letzten 100 Jahren. Sie zeigen die Arbeiten des Winzers aus verschiedenen Epochen. Mitten im Ort ein Traktor mit Anhänger, der geschmückt ist mit roten Weintrauben. Es ist ein Super Landini aus dem Jahr 1936. Es ist immer wieder schön, wenn solche alten Schätzchen gehegt und gepflegt werden, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. In der breiten Fußgängerzone weiter in Richtung der Kirche, die mit ihrem Pfeiler etwas griechisch aussieht. Die Pfarrkirche San Nicolo ist mit modernen Fresken, schönen Glasfenstern und einer Nachbildung der Grotte von Lourdes ausgestattet. Diese nach einem Entwurf des Architekten Begiolari zwischen 1830 und 1847 im neoklassizistischen Stil errichtete Kirche ersetzte die Kirche San Severo als Pfarrkirche. Sie wurde auf den Überresten der alten Kirche von 1223 wieder aufgebaut. Dank einer Spende des Marquis Gianfilippi konnte die gewaltige Fassade vollendet und die Kirche 1891 geweiht werden. Die Verkostungsstände, Weinkellereien sowie die ansässigen Lokale verwöhnen die Besucher mit regionalen Köstlichkeiten wie Risotto, Fisch, gegrilltem Fleisch mit Polenta und etlichen anderen Spezialitäten. Das Fest ist eine gute Gelegenheit, um sich den Rebensaft direkt vom Erzeuger einschenken zu lassen. Bei der Gelegenheit können Weinliebhaber auch Informationen aus erster Hand bekommen, nachfragen oder einfach fachsimpeln. Jeden Abend wunderschöne Sonnenuntergänge am Ufer des Sees erleben, mit der mächtigen Kulisse der Alpen, ist einfach traumhaft. Warten auf ein Feuerwerk. Am letzten Abend des Weinfestes in Bardolino wird ein Feuerwerk über dem See gezündet. In dieser Kulisse mit den Spiegelungen an der Wasseroberfläche ist dies schon sehr großes Kino.